Na dann, auch wenn gerade noch keiner da ist, kein Zuschauer da ist, fange ich schon mal an. Wir machen hier weiter, wo wir aufgehört haben, im letzten Part. Ja, ihr kommt dazu, wenn ihr es wollt. Ich habe den Link zum Stream überall geteilt. Und ja, ansonsten nachher in Part aufzeichnen. Weiter geht's. In dieser Tür waren wir noch nicht. Dann gehen wir los. Ah, der Wäschelift. Okay, das hatte ich schon fast erwartet. Da wären wir also im Wäschelift. Kontrolleur, Fahrgast. Alles klar, lassen wir erstmal den Pucki. Wie am Anfang jedes Streams. Mal sein Audio-Kommentar sprechen. Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte die damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit. Also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert. Und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß der denn jetzt noch gleich? Baumann hieß er. Dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe. Also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und er variiert halt ein paar Schreckensrufe so. Ah, i, ah! So. Und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann. Und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A, I, U beim Schreiben eingefallen und hab dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei und Ecki, Ecki, Ecki so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen, das hatte ich schon längst wieder vergessen, ich hab ihm halt einfach nur den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. Also wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes A, I, U so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Nice. Sehr guter Mann, sehr guter Mann. Na dann, werden wir viel Spaß haben mit dem Kerl. Ja, guten Tag. Guten Tag. Da haben wir's. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Ein wenig. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Okay, das kommt mir bekannt vor. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Jo, dann tun wir uns den Spaß an. Ey! Ach. Jo. Muss doch immer wieder sein. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Jung. Polizei. Okay, da habe ich jetzt relativ wenig gehört. Ah! Zickzackschere. Ei! Ei, 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 ei. Wow. Wahnsinnig gehaltvolle Dialoge hier. Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Ein wenig? Nun ja. Tja, die Top-Kommentare des Tages. Ah! Oh, ah, ei. Ei, ei, ei. Ach so, hier kann man also auch nicht Captain Unbrauchbar benutzen. Aha. Na, dann reden wir mit dem Herren hier mal. Kontrolleur. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Fahrschein? Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn.
Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Juti. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Begehrte Objekte. Du bist noch lange nicht dran. Verstehe. Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Ja. Wer ist denn der Nächste? Wen muss ich denn als erstes abmeucheln? Wer ist denn als Nächstes dran? Als Nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Großartig. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Ja, es müssen wir mit dem Alumann reden. Und wahrscheinlich noch, ich vermute mal, mit dem Typen, mit dem Dr. Nock, den müssen wir noch... Dein System ist vollkommen unlogisch. Das System ist so wasserdicht wie ein Südwässer. Es kommt einfach immer der Nächste an die Reihe. Aber ich bin die Nächste. Dann kannst du mir auch dein Ticket zeigen. Können denn niemals mehr als die 3 genannten Personen den Wäschelift benutzen? Ich meine, was ist zum Beispiel mit Ticket Nummer 4? Komm hier nicht mit diesen modernen Schnickschnack. Wir haben hier nur die guten, alten, traditionellen Zahlen. 1, 2 und die dritte halt. Die nicht 1 oder 2 ist. 4, wer braucht solche modernen Klempereien? Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Genial. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann Hagels Arschgranate! Ja, sehr gut. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Der Ausgang befindet sich an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Nein, ich meine ganz raus. Ja, ich hab dich verstanden. Benutz die Tür da hinten. Die Tür an der Stirnseite des Fahrkartenentwertungsbereichs. Ich meine aber noch weiter raus. Aber wenn du durch die Tür dort gehst, bist du ganz draußen. Was hinter der Tür ist, gehört nicht mehr zum Wäscheliftsystem. Richtig. Aber wenn ich noch weiter raus will... Gibt's für ihn nicht. Ah, ich verstehe. Du meinst die Kantine, richtig? Ich geb's auf. Ich geh dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Kartenkontrollbereich für andere frei. Ja, für die vielen Leute, die hier in der Stange stehen. Ich verstehe. Ja. Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es aber nicht. Ach. Ich hasse dieses Geräusch. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Kommissarin Edna Konrad, Aufzugsdezernat. Machen Sie den Weg frei. Wir müssen den Wäschelift auf Fingerabdrücke untersuchen. Netter Versuch, Frau Kommissarin. Hätte ja klappen können. Der Lift befindet sich im Distrikt der Bahnpolizei.
Gut, dann vielleicht. Was soll das sein? Mein Ticket für den Wäschelift? Ist es aber nicht. Dachte ich mir. Was soll das sein? Mein Ticket ist es. Ja, okay. Was soll das sein? Eine für den Wäschelift? Vielleicht, ja. Ist es aber nicht. Okay. Was soll das sein? Mein Ticket ist es aber nicht. Okay, ist es nicht. Ich könnte dir ein eigenes Ticket malen. Was? Das wäre geil. Der Fahrschein ist unzulässig. Dann male ich dir aber auch keinen Snoopy drauf. Tja, da würde jetzt ganz traurig sein. Dieser Poloschläger ist mein Ticket. Darf ich mal sehen? Der ist ungültig. Der ist schon entwertet. Was? Weil ich drauf was gekritzelt habe, oder was? Typen, Harvey? Ein Kontrollfreak, der so aussieht, als wenn er nur bis 2 zählen kann. Das wird lustig. Jo, dann brauchen wir wohl... Oh, ein Plakat. Benutzt Poloschläger mit Plakat. Das hat ja bisher super gebracht. Über ein Verbot von Poloschlägern im Wäschelift steht dort nichts. Das ist ziemlich belanglos, oder? Wir hätten uns ja eh nicht dran gehalten. Mhm. Was hältst du von diesem Aushang, Harvey? Ich finde es ja langweilig. Der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Edna. Der Wäschelift ist stets sauber zu halten, Edna. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar für Recht und Hausordnung. Großartig. Irgendwer muss die Hausordnung ja verteidigen. Im Wäscheliftbereich darf weder gegessen noch getrunken werden. Bekommst du plötzlich auch so einen Durst? Allerdings. Oh, der Wäscheliftbereich ist stets sauber zu halten. Jo. Ich bin bei der Polizei. Ich mache meine eigenen Vorschriften. Allerdings. Na denn, ich sehe hier nichts, was man noch machen könnte. Ja, dann besorgen wir uns ein Ticket. Haben wir die Schere schon hier mit der Topfpflanze benutzt? Nice. Okay, wir müssten mal... Ja, der hat einen Kleiderbügel und der wird es uns nicht so leicht hergeben. Wir müssten uns mal hier probieren. Bei dem Kollegen. Den müssten wir überzeugen. Ja, reden mit... Professor. Hallo, Professor! Angriff der Flugsaurier! Oh, du bist es nur. Hello, Edna. Leihst du mir dein Ticket für den Wäschelift? Ja, ganz genau das. Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinmine, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Tja. Was macht die Forschung? Birgit's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Ja, das ist, Dinosaurier ist ja klar. Schlüpfen aus fossilen Bernstein-Einschlüssen. Na gut, dann schau ich nochmal später vorbei. Wenn die Welt dann noch existiert, meinst du? Ja, plus minus 10 Minuten. Jo. Gut, mach das Licht an, bevor du rausgehst. Schön. So. Können wir ihn vielleicht mit irgendwas ablenken? Hände hoch! Ich muss dieses Telefon konfiszieren. Niemals! Da könntest du ja gleich mein Herz konfiszieren. Meine Seele. Und die Luft, die ich atme. Das habe ich vor. Mann, komm mal runter, Alter. Was hältst du von diesem Typen, Harvey? Ein obsessiver Börsenspekulant auf Entzug. Nichts Ungewöhnliches. Wir brauchen den Telefonhörer unbedingt. Tauschst du dein Telefon gegen einen bekritzelten Plastikbecher? Bestimmt nicht. Das Telefon ist meine Existenzgrundlage. Muss jede Nanosekunde erreichbar sein. Tja. Tauschst du dein Telefon gegen diesen Prima-Kugelschreiber? Ich kann mir die Erklärung schon vorstellen.
Tauschst du dein Telefon gegen die... Bestimmt. Das Telefon muss je... Okay. Was haben wir denn noch nicht? Tauschst du dein Telefon... Tja, ich meine rüberziehen. Tauschst du dein Telefon... Bestimmt. Das Telefon muss... Tja...